Witzig ist ja, dass hier oben drauf, kann man das sehen? Ich finde die voll lustig. So eine kleine Krüppelkiefer. Hey und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es mal ein IKEA-Haul für euch. Und zwar waren wir ja jetzt neulich bei IKEA, Erik und ich. Das Video kennt ihr ja bereits. Das verlinke ich euch hier oben im i. Und ja, und das, was wir da gekauft haben, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Jetzt steht ja so ein bisschen. Ja, obwohl es hat ja eigentlich mit Weihnachten überhaupt so viel gar nicht zu tun. Also ich fange einfach mal an. Und zwar haben wir uns diese IKEA 365 Plus Boxen gekauft, weil unsere Kinder ja jetzt vor kurzem ihre Brotdosen leicht verschimmelt lassen haben. Verschimmelt lassen haben. Also auf jeden Fall haben sie den Inhalt verschimmeln lassen und ja, die Brotdosen waren also auch nicht mehr zu retten. Da ging gar nichts mehr. Also mit Abwaschen oder so, das war alles schon ja, Vakuum gezogen und es war. Weiß nicht, es war von innen also schon sehr pelzig und habe ich gleich in den Mülleimer geschmissen. Und deswegen haben wir einfach mal diese Boxen hier mitgenommen, IKEA 365 Plus. Dazu gibt es natürlich auch diese Deckel, ebenfalls passend. Wollen wir mal schauen, wie lange die halten. Geht das auch mit dem? Ja, geht. Läuft, würde ich sagen. Ah, der war schwer. Muss ich erstmal alles einspielen. Ja, auf jeden Fall passt hier eine ganz schöne große Menge rein. Weil momentan nehmen sie immer gerne Laugengebäck mit. So, immer noch nicht zu. Laugengebäck mit und das passt hier wunderbar in diese Boxen. Und er schimmelt auch nicht so schnell. Ja, das zu den Boxen. Dann haben wir mitgenommen. Einmal rote Servietten, weil das ist schon für Weihnachten. Es steht ja Weihnachten vor der Tür und da ich den Tisch immer alles in weiß schmücke, wollte ich diesmal so ein kleines Highlight haben mit roten Servietten und dann lege ich noch so ein paar grüne Zweige dazwischen. Also schon so ein bisschen diese Weihnachtsfarben, grün und rot. Und deswegen habe ich gedacht, ist das ganz nett, wenn wir da mal ein paar von den Servietten haben. Ja, dann haben wir mitgenommen. Tada, einen Eierschneider. Ich habe mir sagen lassen, der ist richtig gut. Also ich habe ihn selber noch gar nicht ausprobiert. Ich habe das nur gehört, dass der sehr gut sein soll bei IKEA. Und deswegen habe ich gedacht, also es ist unheimlich schwer, finde ich, einen guten Eierschneider zu finden. Ich habe vor kurzem einen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Edeka oder so, keine Ahnung, gekauft. Das Ding ist Schrott. Also da verbiegen sich diese Drähte hier mit den Eiern. Also wenn du das runterdrückst, verbiegt sich das und nee, das ist Schrott. Jetzt bin ich mal auf den gespannt. Also der sieht jetzt auch nicht unbedingt so stabil aus, aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, auf jeden Fall Eierschneider. Jo. Dann kommen wir. Zu einem Schälmesser. Das hat sich der Erik mitgenommen. Ich selber benutze ein anderes Schälmesser. Ich mag die hier irgendwie gar nicht, weil ich komme mit denen nicht zurecht. Warum auch immer, aber ich habe ein anderes Schälmesser. Aber gut, er ist Linkshänder und er kommt mit dem anderen Schälmesser nicht zurecht und deswegen haben wir dieses hier mitgenommen. Fadagen. Wie auch immer. Und die Kinder, die benutzen halt auch lieber dieses Schälmesser als das andere. Ja, dann bin ich ganz glücklich über diese Kelle, weil unsere Kellen sind einfach gar nicht mehr so schön. Ich packe die jetzt mal aus. Oh, ich finde die so schön, die fühlt sich so schön an. Und die war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die hat 5 Euro jetzt gekostet. Ist auch aus dieser 365 Plus Serie. Hier unten, das ist halt so gummiert, der Griff.
Und das andere ist so, ja, gebürstetes Edelstahl, würde ich jetzt sagen. Aber total schön. Eine Kelle. Ja, das, was jetzt kommt, das, ja, da haben wir auch einen sehr hohen Verschleiß. Klobürsten. Unsere lieben Kinder. Ich weiß nicht, welche von den beiden haben es irgendwie nicht so richtig drauf, diese Klobürste anständig zu benutzen. Immer wenn ich ins Bad komme, also die haben oben ihr eigenes Bad, wenn ich denn dann mal dieses Bad betrete, dann sieht die Klobürste meist von innen ziemlich weiß aus, weil das ganze Klopapier drumherum hängt. Und deswegen, ich meine, für 1 Euro ist jetzt okay, aber ja, ist schon nervig. Also normalerweise im Alter von 15 und 11 Jahren sollte man eigentlich wissen, wie man eine Klobürste benutzt. Aber gut, ja, das ist auf jeden Fall auch immer wieder ein Einkauf wert bei IKEA Klobürste für 99 Cent. Ja, dann, da freue ich mich auch ganz dolle drüber, habe ich mir diesen Kerzenständer hier mitgenommen. Oh, hat der gar keinen Namen? Ich werde verrückt. Der hat keinen Namen. Da muss ich doch nochmal auf den Kassenzettel gucken. Ja, also auf jeden Fall ein wunderschöner weißer Kerzenständer. Ich hatte erst überlegt, ob ich Stumpenkerzen dazu kaufe, aber irgendwie, ja, die Stumpenkerzen, wenn die abbrennen, dann läuft das ganze Wachs runter und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Und dann habe ich gesehen, das hat das einen Namen? Nee, das hat auch keinen Namen. Das ist ja ein Ding. Okay, auf jeden Fall ist das hier auch für diese, kann man das so sehen? Diese großen Teelichter, die ich natürlich auch gekauft habe. Ja, und das stelle ich dann einfach hier so drauf. Und das fand ich jetzt halt mal ganz schick. Und vor allen Dingen saut dann dieser Kerzenständer nicht so ein. Ja, das auf jeden Fall. Preis weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ganz so teuer war das jetzt nicht. Ja, und natürlich auch passend dazu Vanille, Kerzen, die großen. Die ich auch noch in andere, ach, das kann ich euch auch mal gerade zeigen, die sind nämlich total schön. Guck mal, die habe ich jetzt neulich aus dem Actionmarkt gekauft und die liebe ich ja, die sind richtig, richtig schön. Und da mache ich dann auch so diese großen Teelichter, packe ich da rein. Und wenn es dann abends ein bisschen dunkel ist hier drin und ich diese Teelichter anhabe, das sieht super schön aus. Also ich liebe diese Krüge, wenn man mal nicht genug Gläser hat. Nein, kleiner Witz. Aber ja, dafür nehme ich halt eben auch diese großen Teelichter. Ja, und die, wie gesagt, Vanille muss immer mit. Immer, 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 weil Erik steht auch total auf Vanille. Ich ja eigentlich nicht so. Aber gut, was tut man nicht alles? Ne, wenn ich Zimt anzünde, dann geht es in einer Tour, hier stinkt's. Ich stehe halt mehr so auf Zimt, aber gut. Bin ja da kompromissbereit. Ja, und zu guter Letzt, war es das schon? Ist ja nicht viel. Natürlich noch eine Kerze. Ich finde, man kommt bei IKEA niemals raus, ohne Kerzen zu kaufen. Also zumindest im Winter. Und das ist jetzt hier so ein Kuchenduft. Oh, lecker. Könnte ich den ganzen Tag vorhängen. Ja, die haben wir auf jeden Fall auch mitgenommen. Die Sinnlich, die hat wieder einen Namen. Ich verstehe das gar nicht, dass das überhaupt keinen Namen hat. Komisch. Ich glaube, ich hole jetzt mal den Kassenzettel und gucke da mal drauf. Ich habe es tatsächlich gefunden. Natürlich hat das einen Namen. Und zwar dieses Teil. Das heißt, ist von Samverka, Teelichthalter, und kostet 99 Cent. Ich finde, da kann man nichts verkehrt machen, oder? 99 Cent, alles gut. Und dieser Kerzenhalter, das ist Ersetta und der kostet 5,99. Aber alles gut. Ist ziemlich stabil, hält einiges aus. Ja, ach, ich finde das so schön. Könnt ja nur Kerzen kaufen. Kerzenhalter, Kerzen.
das ist ja so mein Ding. Ja, und ich habe ja noch das ganz Entscheidende vergessen, was ich gekauft habe. Wo ich, was ich total süß finde. Und zwar das. Einen kleinen, kruppeligen Weihnachtsbaum. Aber den fand ich so süß. Guck mal. Ist der nicht niedlich? Den finde ich so niedlich. Und dann kaufe ich noch mal irgendwo, ich gucke mal im Actionmarkt oder sowas, vielleicht finde ich so ganz kleine Weihnachtskugeln, die möchte ich dann da dranhängen. Ich finde das so niedlich. Ja, und natürlich einen weißen Übertopf, weil hier ist ja eigentlich fast alles weiß. Ja, was hat das denn eigentlich gekostet? Topfpflanze, die hat 4,99 € gekostet. Ist auch okay. Witzig ist ja das hier oben drauf. Mal sehen. Ich finde die voll lustig. So eine kleine Krüppelkiefer. Aber irgendwie niedlich. Also ich denke, das sieht ganz hübsch aus, wenn man dann so ein paar bunte Kugeln da dran hängt oder weiß oder wie auch immer. Eine Lichterkette wird wahrscheinlich nicht noch dran passen. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ganz süß, oder? Ja, ansonsten war es das? War es das? Ach, halt, nein, ich vergesse die Hälfte. Ein Kissen. Das ist allerdings für meine Mama. Die sind ja recht günstig, so ein Innenleben, so ein Kisseninnenleben. Das kostet 2 Euro, 1,99. Ja, insgesamt hat dieser ganze Einkauf 37,88 Euro gekostet. Und ich bin zufrieden. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig. Ich finde, das ist in Ordnung für den Einkauf. Ja. Und jetzt kann Weihnachten kommen. Ja, das war mein IKEA-Haul für euch. Und ich hoffe, dass ihr auch so gerne zu IKEA fahrt wie ich. Also jedes Mal, früher war es ja immer so, bei IKEA gibt es einen Hotdog. Heute machen wir das nicht mehr so, weil wir ja Low Carb essen. Also gibt es halt keinen Hotdog. Und ein Würstchen, Wiener Würstchen kann ich auch zu Hause essen. Da brauche ich jetzt mir kein Würstchen bei IKEA holen. Und ja, schade. Wir haben es eigentlich geliebt. Es war immer so ein Pflichtprogramm bei IKEA, einen Hotdog zu essen. Ist jetzt halt nicht mehr. Aber ich liebe IKEA. Und immer wenn ich reingehe, ist das so, ja, ich fühle mich halt einfach wohl. Ich bin völlig entspannt und das nächste Mal vielleicht ohne Mann. Weil mit Männern einkaufen zu gehen, hat auch schon mal mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Nein, alles gut. Ja, wie gesagt, ich liebe IKEA, aber ich glaube, also das ist auch so, entweder man liebt IKEA oder man liebt IKEA nicht, glaube ich. Also so ein Zwischending gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Ja gut, das war's jetzt von mir für euch. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.